Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine Amazon Beauty Mystery dekorative Kosmetik, glaube ich, Box. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Vor ein paar Jahren hat, glaube ich, ständig irgendwer diesen Inhalt gezeigt und ich habe mir jetzt mal gedacht, komm, du hast mal wieder Bock. Und ja, das ist halt 32 Markenkosmetikprodukte für 28,50 und ich habe mir gedacht, komm, da kannst du nicht so viel falsch machen. Ja, kommt irgendwie auch von was anderem, als es damals der Fall war. Also damals kam das auch irgendwie immer in so größeren Boxen und es war irgendwie anders. Das ist jetzt aus oder von Warenhaus Schwarz. Also keine Ahnung, das ist nicht mehr der Anbieter, der es damals war. Deswegen bin ich gespannt, was wir hier drin finden werden. Erfahrungsgemäß sehr viel Nagellack und Lippenprodukte, aber wir gucken einfach mal. Und vielleicht finde ich ja online ja auch nochmal die Originalpreise, kann das recherchieren. Und unter einem Euro pro Teil, da habe ich mir gedacht, da ist doch bestimmt irgendwas mit dabei, was wir auch mal irgendwie uns anschauen können. Meistens sind es halt Produkte, die halt nicht mehr so gelistet sind, also die halt ja quasi einfach aus dem Sortiment genommen wurden. Und ja, es ist so in Zipperbeutel. Das kann ich zur Seite legen, das ist die Rechnung. Und ja, so schaut das dann aus, wenn man das auspackt. Und es sind aber viele Marken, die ich nicht kenne. Klar, Essen sehe ich hier, aber nun, wir starten mal mit dem ersten Tütchen. Ja, okay. Die Marke, wie gesagt, kenne ich nicht. Global Girl Beautiful Eyelashes ist vielleicht was für Karneval. Also vielleicht ist diese Box auch für Karneval eine Idee, weiß ich nicht. Die Eyelashes F23, keine Ahnung. Also das ist für mich jetzt nicht Markenkosmetik. Das hier kennt man, das finde ich auch cool, ist aber ein ultra altes Produkt eigentlich. Powder Brush von Essence, ne? Also die sind eigentlich ganz gut. Mittlerweile hat Essence aber eine viel, viel bessere Qualität in Pinseln. Würde ich jetzt aber eher so für mich auf die positive Seite packen, weil ich das eigentlich gut finde und ich glaube, jeder kann das auch so gebrauchen. Dann habe ich Metal Matte von Catrice Liquid Lip Powder. Oha! Oha! Da weiß ich nicht, ist das noch gut? Also das ist ja wirklich schon vor 100 Jahren gefühlt gewesen. Kann man ja mal gucken. Riecht noch süß. Doch, oh, das sieht auch gar nicht so furchtbar aus, wie ich dachte. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich mir auch vorstellen. Doch, doch, gar nicht mal so schlecht. Okay, okay, positiv. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist mir zu dunkel. Essence Make Me Brow Duo, das Eyebrow Powder in der Farbe Mix Me Brunette Nummer 02. Ja, da sieht man es, ne? Das ist sehr, sehr dunkel. Aber ich glaube, Brunette passt vielen. Dementsprechend könnte das klar gehen bei vielen. Ja, vielleicht könnte sogar der hellere Ton funktionieren bei mir, ist aber auch Markenkosmetik in dem Sinne, also von einer bekannten Marke. Ich habe hier was drin, Leute. Egal, da kommen wir gleich zu. Ein Gel Eye Pencil Waterproof habe ich hier auch noch mit drin, in der Farbe Cloudy White. Witzig. Ja, das ist auch ein Produkt, was schon lange nicht mehr im Sortiment drin ist. Ja, einfach was für die Wasserlinie, ne, dass man da halt das Ganze nochmal aufhellen kann. Okay, das dürfte relativ gar nicht so alt sein. Make Me Brow von Essence Powder Pen und das ist die Farbe Soft Blond. Das finde ich schön. Also das ist definitiv auch meine Farbe und da haben wir jetzt hier auch Augenbrauenprodukte für verschiedene Farben mit drin, also für verschiedene Haarfarben. Das finde ich positiv. Da musste ich gerade drüber lachen. Essence Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 06 Matte Almond. Also viele haben jetzt ja auch diese Mousse-Texturen nachgeahmt und damals hat der Essence das im Standardsortiment. Ich weiß gar nicht, warum die das so rausgenommen haben, weil ich glaube, dass mittlerweile da auch viele das tierisch feiern würden, wenn das wieder im Sortiment wäre. Das hat sich hier ein bisschen vom Boden gelöst. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich finde es witzig. Ja, und es ist halt auch einfach sehr, sehr dunkel, ne? Also ja, ist hier mit drin. Ich glaube, dass nicht so viele das feiern. Vielleicht als Bronzer könnte das was werden. Das könnte vielleicht ein guter Bronzer sein. Entschuldigung, Sammy, nicht erschrecken. Frauchen hat sich gerade erschrocken. So, dann haben wir hier noch weitere Produkte mit drin. Und zwar von Essence Glossy Kiss, ein Lip Balm, Coconut Kiss. Also das sind wirklich Produkte, die, glaube ich, wirklich schon 100 Jahre gefühlt nicht mehr bei Essence zu finden sind, oder?
krass. Aber es ist immerhin eine Marke, die man kennt. Also da haben wir jetzt bislang nur einen richtigen Song drin gehabt. Essence XXL Nude Lip Gloss. Der sieht nicht mehr fein aus. Also den werde ich auch nicht irgendwie verlosen oder so. Der wird auch direkt entsorgt werden. Also ne, das sieht man an der Seite auch texturtechnisch nicht mehr ganz so fein aus. Hätte man jetzt nicht unbedingt so versenden sollen, meiner Meinung nach. Und dieses Make Me Brow habe ich ja auch noch in der Farbe 020 Brown. Ja, ich habe irgendwie einen leicht tattrigen gerade. Ich glaube, ich muss mir gleich einen Schokoriegel essen. Nö, finde ich gut. Das sind solide Produkte. Wie gesagt, Lipgloss Fail, Wimpern Fail. Aber wir haben hier ja noch allerhand weitere Produkte. Ja, machen wir einfach mal mit diesem Tütchen hier weiter. Da habe ich zwei Produkte von der Marke drin, die ich nicht kenne. Und ich kenne viele Marken. Body and Soul, Slow Down Pink. Entspannt, beruhigt und entschleunigt. Eine feste Körperbutter mit Pfingstrose und Vanille. 40 Gramm. Okay, ja. Ist jetzt nicht so mein Vibe. Ich mag halt wirklich gerne sehr, sehr reichhaltige Sachen. Aber gut, ja, haben wir hier mit drin. Sieht auch noch so weit so gut aus. Riecht auch dezent, angenehm. Kann man sicherlich machen. Ist jetzt aber keine Marke, die ich kenne. Ach, bei Müller gibt's das. Siehst du wohl, kenne ich nicht. Also, Müller kenne ich, ne? Aber die Marke kenne ich so nicht. Und dann hast du hier auch noch die Pure Balance Geschichte, lila stimuliert Selbstbewusstsein, Intuition und Kreativität. Okay, Iris und Sandelholz. Das hört sich sehr, sehr angenehm vom Duft an. Auch hier 40 Gramm. Oh, das riecht aber ein bisschen altbacken, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ne? Genau, jo. Ist drin, ist aber nicht unbedingt was für mich. Ja, Fall Back to Nature. Diese Limited Edition ist doch bestimmt schon 3 Jahre alt, oder? Das sind Hand and Body Tattoos. Das sind diese hier. Also ich meine mich dran zu erinnern, als ich diese Boxen sonst mal hatte, dass es dann schon Sachen waren, die nicht mehr ganz so neu waren, aber schon Sachen, die vielleicht so vom letzten Sortiments-Update oder so sind, ne? Dass man da halt irgendwie schon noch so ein bisschen Bezug zu hatte. Plumping Nudes von Essence. Es ist ein Lipgloss in einer sehr fancy Farbe. 08 My Big Moment. Also ja, diese schimmernden Lippen scheinen hier in dieser Box recht intensiv vertreten zu sein. Okay. Und dann habe ich hier auch noch in der Farbe 070 Plum and Base. Ultimate Stay von Catrice, ein Lippenprodukt. Das ist schon sehr, sehr dunkel. Und das ist, glaube ich, auch nicht mehr im Sortiment. Schaut so aus. Genau. Ne, das ist eine sehr fancy Farbe. Auch das, würde ich sagen, ist was, wenn man Richtung Karneval so sich schon orientieren möchte. Und also wir sind schon seit, ich glaube, November oder Oktober von unserer Mädelstruppe am Plan. Also ja, hart feiern wir das. Nee, die Sachen könnten jetzt aber nicht so gut passen. Wir gehen als Paradiesvögel. Hier habe ich jetzt eine Gesichtsmaske drin. Pretty Animals Mask Bar. Als Zebra kannst du da gehen. Eine feuchtigkeitsspendende Sheetmaske ist das. Leute, die ist produziert 2017, am 11.09.2017. Ich glaube nicht, dass die noch so gut noch ist, oder? Also, ich sage immer so, bei pflegender Kosmetik 3 Jahre, ja. Aber die ist ja schon vor 5 Jahren produziert worden. Das ist jetzt schon wirklich sehr, sehr alt. Dann habe ich hier Glitterfest. Ja, das ist halt hart. Hart Richtung Karneval. Silver, biologisch abbaubarer Glitzer von Sleek. Ja. Do not use on lips if product gets on into eyes. Rinse well with water. Okay, also am Körper dann schön verwenden. Das könnte was für unser Paradiesvogelgedönsen werden. Ja. Da brauchst du halt einen ordentlichen Glitterglue für, ne? So, dann, okay, süß. Body and Soul Wellness, alles Liebe, Redberry, Spa Pleasure, Badeherzen, Granatapfel und Cranberry. Badeherzen? Oh, dann kann ich mir die demnächst mal in eine Wanne machen. Warum eigentlich nicht? Sind in so einem süßen Säckchen drin und die riechen sehr angenehm. Oh, das ist schön. Das ist echt schön. 2x15 Gramm, also 30 Gramm sind hier am Start. Ja, ein Badeherz reicht für ein Wannenbad. Schön, ne? Also, ich hatte das auch nicht mehr so. Also, bei den anderen Boxen war das so, dass man da auch vor allem dekorative Kosmetik drin gefunden hat, aber halt super viele Nagel- und Lippenprodukte. Und hier hat man dann anstatt von super vielen Nagel- und Lippenprodukten, halt auch Nagel- und Lippenprodukte, aber dann auch noch so ein bisschen Pflege mit dabei.
Ob man diese Pflege dann verwenden möchte, weil sie vielleicht schon ein bisschen älter ist, muss man für sich selber entscheiden. Hier geht es nämlich noch weiter mit Aveo. Gut, sowas kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht mehr verkauft werden konnte, eben weil halt hier vorne was drauf fehlt. Ist wahrscheinlich mit Shea Butter Soft Schaumformel. Eine Wirkung und Pflege, ein Cremebad ist das. Aha, mit milder Formulierung, 100 Milliliter. Und auch das ist ja von Müller, ne? Also der Müller wurde hier so ein bisschen geplündert. Das ist okay, ne? Dann habe ich noch einen Deo-Stick von CL Med Plus. Mein Deo Mini für sensible Haut. Das hatten wir auch mal irgendwo in der Box mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. 25 Milliliter sind das. Und so Deo-Sticks verwende ich gerne abends nach dem Duschen, ne? Dass man da halt einfach so fresh für die Nacht ist. Das mag ich ganz gerne. Und dann habe ich hier noch Artist Professional eine Color-Creme Baby Peach. Ja, das schreit Karneval. 2 Wochen hält das dann drin, okay. Und dann wäscht sich das raus. Auch von Müller. Ich hätte echt Bock drauf, mir mal die Haare richtig Pastell-Peach zu machen. Aber ich habe schon Schiss, muss ich wirklich sagen, dass ich danach halt wirklich Probleme habe. Genau, also das lässt du 15 bis 20 Minuten drin. Und danach kannst du dann die Haare ausspülen. Und ja, interessant, ne? Hast du für 2 Wochen... Peach-Haare, Baby-Peach. Okay, jetzt kommen wir zu den Nagelprodukten und da haben wir wirklich allerhand drin. Was ich hier halt sehe, also ich hätte mir gewünscht, dass ich hier auch so fancy Farben drin habe, weil ich mag ja gerne bunte fancy Farben und da ist es mir bei Nagellack wirklich herzlich egal, ob man den noch kaufen kann oder nicht. Das, was ich aber hier direkt sehe, finde ich schon mal blöd. Und zwar haben wir hier 3-mal die gleiche Farbe drin. Warum? Das finde ich wirklich schade, weil ich denke mir einfach so, hey Leute, die Person, die sich diese Box kauft, hat es dann entweder gemacht, zum Beispiel, um einen Adventskalender zu befüllen oder um einfach auch so ein bisschen sich durchzuprobieren. Wenn du jetzt aber, ne, 3 der Produkte in der gleichen Farbe hast, ist das echt doof, ne? Klar, das ist auch aus einer älteren Reihe. Das ist 01 Ultimate Pink und das Ganze 3-mal. Also das finde ich schade. Von Essence, ne? Diese Shine Last and Go Geschichten. Ich finde die wundervoll. Die sind wirklich sehr, sehr gut von der Qualität her. Aber wie gesagt, 3-mal die gleiche Farbe. Das haben sie blöd gepackt. Vielleicht zählt es auch als ein Produkt, dann wäre das noch irgendwie okay. Ansonsten ist es schade, zumal die anderen Nagellacke sehr gedeckt unterwegs sind. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, 3 unterschiedlich knallige Farben wäre voll meins. Diese More Than Nude-Reihe habe ich ja auch noch am Start. Toffee to go ist hier die Farbbezeichnung von Catrice. Ich glaube, dass viele das schön finden. Für mich wäre es halt einfach zu dezent. Dann haben wir hier noch so ein richtiges Eierschalengelb. Go Bananas von Essence. Das gab's, das ist noch gar nicht so Ewigkeiten her, ne? Genau, das ist dieses hier. Das könnte ich mir vorstellen zu behalten, weil das kann man schön kombinieren und da vielleicht irgendwie was Fancyes noch drauf machen oder so. Hier habe ich ein Essence Hidden Jungle. Du, ganz ehrlich, ich mache ja schon eine Weile YouTube, aber die Ellie kenne ich nicht. Secret Glam ist hier die Farbe und das scheint so ein Topper zu sein, wenn ich das hier richtig sehe. Als Topper fände ich das schon wieder geil, ne? Wenn das halt nicht alleine so auf dem Nagel ist, sondern, keine Ahnung, wo habe ich das denn? Also ich habe hier einen Topper drüber, über den Daumen, das sieht richtig geil aus. Das ist auch so ein normal langweiliger Nagellack. Ja, ich muss mich ein bisschen verrenken. Und da habe ich halt auch einen von Catrice, ich glaube auch aus einer Mystery Box drüber getoppt. Das sieht so geil aus. Und deswegen, also Nagelprodukte finde ich eigentlich cool. Das ist auch ein wirklich langweiliger. More Than Nude in der Farbe Peach for the Stars. Ja, kann man machen, ne? Für mich halt ein bisschen öde. Genauso das hier, But First Toffee, ist hier auch noch so einer. Ja, also ist alles sehr eintönig. Und hier von Catrice auch noch der 133 Never Peachless. Auch das ein eher zurückhaltender Ton, den ich aber eigentlich ganz schön finde, so für den Sommer auf die Füße vielleicht, ne? Weil der so einen leichten Peach-Einschlag hat, nicht dieses ganz komplett nur weiß, was halt schnell auch ein bisschen sehr krass aussehen kann. Und last but not least, Color and Go, ein Topcoat, glaube ich. Absolute Pure. Nee, der ist einfach nur durchsichtig. Nee, doch nicht. Warte mal. Was steht denn hier? Quick Drying, Nagellack schnell trocknend. Nee, das ist einfach ein ganz normaler, durchsichtiger. Ja, für die, die halt nicht so viel Bock auf Farbe haben, ne? Also, ich habe jetzt ja unter 1 Euro pro Produkt bezahlt. Das ist schon wieder cool. Ich finde es irgendwie nett, dass wir halt auch Pflege mit dabei haben. Feier's aber nicht so ultimativ, weil
einfach teilweise die Produkte schon 5 Jahre alt sind. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Von der dekorativen Kosmetik hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Also da haben wir eine relativ kleine Auswahl. Aber ich glaube, dass diese Box für Karnevalisten ganz gut geeignet ist, weil du bekommst ja immer auch unterschiedliche Sachen drin. Das ist halt je nachdem, was die so auf dem Lager haben. Wenn die jetzt das hier, dieses Trio, als ein Produkt werten, finde ich das okay. Sollten die jedes Produkt einzeln als Produkt sehen, finde ich das frech. Finde ich nicht so gut. Ja. Was meint ihr denn zu der Box? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, so als kleine Surprise, die man sich dann vielleicht mal so alle paar Monate bestellt, ist es gar nicht so verkehrt, weil ich weiß, dass viele von euch auch drauf stehen, dekorative Kosmetik halt in den Beautyboxen zu finden. Hier hast du hauptsächlich Essens und Catrice halt drin enthalten und Produkte, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber du hast hier definitiv eine Auswahl an dekorativer Kosmetik, ne? Ich weiß nicht, wie das sonst so aussieht. Ich hätte mir vielleicht einen Puder gewünscht. Blush, Bronzer, Highlighter fehlt hier auch halt komplett, ne? Ja, aber es ist halt eine solide Box. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich setze euch auch meinen Link zu der Box in die Infobox. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die bestellen. Also, ich finde die jetzt nicht verkehrt, aber ich bin jetzt auch nicht so maßlos überrascht und finde die mega geil, ne? Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.